Was geht ab, meine lieben Freunde, euer Yuni und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja Leute, erstmal wollte ich mich an dieser Stelle bei jedem Einzelnen bedanken, der hier ein positives Feedback dagelassen hat, auch einen coolen Kommentar geschrieben hat oder auch Verbesserungsvorschläge reingeschrieben hat. Zum Beispiel habt ihr gesagt, dass wir das Gameplay nicht im Squad Battles Modus erspielen sollten, sondern lieber online. Und das werden wir natürlich für die Zukunft berücksichtigen, Leute, und werden uns natürlich auch immer an euch richten, Kommentare von euch durchlesen, damit ihr das auf jeden Fall wisst an dieser Stelle. Und ja, heute geht's weiter mit dem nächsten Interview, und zwar darf ich heute den lieben Manuel Akanji ein paar Fragen stellen zu seiner FIFA-Karte. Und ich würde sagen, wir fackeln gar nicht lange und starten direkt rein mit der ersten Frage. Lasst wie immer ein positives Feedback da und dann würde ich sagen, let's go! Manuel, deine Foot-Karte gehört zu den Top 5 beliebtesten BVB-Karten im ganzen Spiel. Würdest du sagen, das ist zu Recht oder was sagst du dazu? Ja, es scheint so, als ob ich was kann im Spiel. Ich bin sehr froh, dass mich die Leute ausgewählt haben, dass sie anscheinend zufrieden sind mit meiner Karte und ich hoffe, dass ich das weiterhin bestätigen kann. Ich weiß noch damals, als die Karte rausgekommen ist, wirklich viele haben die benutzt gehabt, weil man die auch sehr, sehr gut linken konnte. Man musste die sich aber selbst erspielen, die konnte man nicht einfach so auf dem Transfermarkt kaufen. Und da wollte ich dich fragen, was denkst du, macht dich bei dieser Karte aus? Ich glaube, ein Vorteil zu den anderen Verteidigern ist meine Schnelligkeit. Also ich bin jetzt nicht so schnell wie irgendwelche Stürmer, wie zum Beispiel Aubameyang oder Sterling, wo sehr schnell sind im Spiel. Aber einen von den Verteidigern, vor allem Innenverteidiger, bin ich, glaube ich, einer der schnellsten. Und trotzdem noch zweikampfstark und ich glaube, das ist es, was mich ausmacht im Spiel. Wenn wir jetzt schon gerade beim Thema Pace sind, dein Abwehrkollege Zagadou hat sich ja letztens bei mir so ein bisschen im Interview beschwert gehabt, dass er nicht so ganz zufrieden ist mit seinen Pace-Werten auf der Karte. Amüsierst du dich manchmal auch über die Karten deiner Abwehrkollegen oder wie sieht das da bei euch aus? Ja, also so viel langsamer ist er nicht wie ich. Ich glaube schon, dass ich schneller bin, aber so viel langsamer ist er nicht wie ich und ich habe nicht so auf die Statistiken geachtet. Also ja. Welches Gesamtrating würdest du dir denn persönlich für FIFA 21 wünschen, wenn wir ehrlich sind? Also du hattest ja in FIFA 20 eine 83er Karte und die wurde dann auf eine 88er hochgeupgradet. Aber was wünschst du dir persönlich für FIFA 21? Also ich will mich immer verbessern, darum will ich sagen 84 oder höher. Stellt euch mal vor, Leute, er hätte einfach in FIFA 20 eine Team of the Season Karte bekommen. Was meint ihr, was die für Werte gehabt hätte? Das wäre einfach nur zu krank. Deshalb wollte ich dich jetzt einfach mal so fragen. Du hast ja gesehen, deine Mannschaftskollegen haben ja auch einige Special Karten bekommen gehabt. Aber welcher von deinen Mannschaftskollegen darf in deinen Augen nicht bei dir in deinem Kader fehlen? Ja, ich glaube, dann ist es Jaden. Jaden ist schon ein außergewöhnlicher Spieler und ja, sehr guter Kollege von mir. Sehe ich persönlich genauso. Ich finde in FIFA 20 die stärkste Karte von Dortmund ist in meinen Augen einfach Sancho mit der 96er Tots-Karte. Die ist einfach nur unnormal vorne. Reus auch sehr krank mit der 95er Karte. Aber da wollte ich dich jetzt auch nochmal fragen. Du spielst ja bestimmt auch selber FIFA. Wie hat es sich für dich angefühlt, sich selbst in FIFA zu spielen? Ja, wie soll ich sagen, lustig. Das erste Mal war, glaube ich, beim FC Basel, als ich dabei war bei FIFA. Und es war schon ein außergewöhnliches Gefühl. Und es hat mir ja sehr Spaß gemacht, mit mir zu spielen, aber ich glaube, man fokussiert sich dann immer ein bisschen fest auf sich und will dann alle Aktionen nur mit sich machen, obwohl das nicht so gut geht, weil ich nicht so gut dribbeln kann. aber es macht Spaß, wenn man mit seinem Verteidiger die Zweikämpfe gewinnt oder wenn man auch mit seiner Pro-Karte spielen kann bei Ultimate Team. Okay Leute, wir haben jetzt hier im Hintergrund, wie ihr schon sehen könnt, Manuel Akanjis Goldkarte am Start und auf seiner Goldkarte ist auf jeden Fall sein Tempowert sehr gut. Er hat 85 Sprintgeschwindigkeit, glaube ich, was sehr, sehr gut ist für einen Innenverteidiger in FIFA auf der Goldkarte. Und sein defensives Bewusstsein ist auch sehr, sehr gut und seine Füße ist auch sehr in Ordnung. Und wir werden jetzt versuchen, mit Manuel Akanji gute Szenen rauszuspielen. So, wir haben jetzt hier wieder Akanji im Laufduell mit gegen Sterling. Und Akanji mit einem sehr, sehr guten Tackling hier gegen Sterling, auch mit dem Übersteiger. Und mit dem langen Ball für Sancho und der kommt sogar an, sehr, sehr guter, sehr, sehr gut geregelt hier von Akanji. So Leute, wir haben jetzt Akanji Story Karte am Start. Wie man im Hintergrund schon sehen kann, die Karte hat ein 88er Rating und eine Sprintgeschwindigkeit von 90. Also die Karte hat wirklich ein sehr, sehr gutes Upgrade bekommen von der Goldkarte. Und wir werden jetzt versuchen, mit Manuel Akanji gute Szenen zu erspielen. Wir haben jetzt Akanji im Laufduell mit Lukaku und der Akanji stellt den Körper dagegen und Lukaku fliegt hin. Sehr, sehr gut gemacht von Akanji. Da sieht man auch seine starke Stärke in dem Fall. Wir haben Akanji jetzt am Flügel im Laufduell. Akanji
lässt sich nicht lumpen und grätscht da sehr, sehr gut und wir haben direkt in der Offensive den Ball. Und das war's auf jeden Fall von dem Interview mit Manuel Akanji, Leute. Er hatte am Ende nochmal erwähnt gehabt, mit seiner Pro-Player-Karte macht's besonders Spaß. Das kann ich mir vorstellen, weil die Karte hat einen Wert von, glaube ich, 99. So ist es bei den Pro-Playern. Das sind ja die eigenen Karten. Dann weiß man in FIFA, ich spiele jetzt gerade gegen einen Pro-Player. Das ist ja so eine türkise Karte. Und die würde ich auch mal gerne spielen. Vielleicht lässt er mich da ja mal dran in FIFA 21. Aber danke an dieser Stelle für das chillige Interview, Leute. Und dann würde ich sagen, ich verabschiede mich aus dem Video. Danke an alle, die bis jetzt gerade zugeschaut haben. Lasst wie immer ein positives Feedback da. Verbesserungsvorschläge oder auch Wünsche könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns bei den nächsten Formaten wieder. Das war wie gesagt nur der Anfang. Da wird noch einiges auf euch zukommen. Macht's gut, Leute. Haut rein und ciao.